Hier werde ich jetzt das Kit Makey Makey ein bisschen genauer vorstellen. Makey Makey ist ein Kit, das die Tastatur von fast allen Rechnern ansprechen kann. Es ist eine Erfindung von Jay Silver und Eric Rosenbaum vom MIT und ist erhältlich zusammen in dieser Verpackung mit ein paar Krokodilklemmen, einem USB-Sticker und ein paar weiteren kleinen Kabeln in inzwischen vielen deutschen Shops. Das Kit kostet ungefähr 50 Euro, wird in der Regel nur für kleinere Gruppen gebraucht, also nicht jedes Kind braucht es einzeln und ist einfach wahnsinnig spannend und lustig, weil man damit so auf relativ einfache Weise ganz neuartige Interfaces kreieren kann und entwickeln kann. Ich schließe es einfach mal an. Ich habe hier einfach dieses USB-Kabel mit einem schönen Knoten. Verknüpft es hier mal mit dem Makey Makey Kit. Und man sieht schon, es funktioniert schon. Man muss nichts dafür installieren. Es funktioniert einfach. Und ich muss nun nicht mehr meine Tastatur bedienen, sondern kann eben hier auch nicht alle Tasten, aber viele Tasten auf der Tastatur ansprechen. Ich habe hier zum Beispiel die Leertaste Space. Ich habe den linken Mausklick. Ich habe die Pfeile nach oben, links, rechts, unten. Und auf der anderen Seite des Kits habe ich noch andere Tasten, die ich zusätzlich ansteuern kann. Beispielsweise die Buchstaben W, A, S, D, F, G oder eben auch die Mausbewegung nach oben, unten und so weiter. Ich möchte aber einfach mal vorführen, wie es funktioniert, um zu zeigen, dass es wirklich ganz einfach ist und dass es für Kinder auch so einfach zu machen ist. Es funktioniert einfach so, dass man sich die Taste wählt, die man gerne hätte. Ich werde jetzt hier mal anfangen mit einem Buchstaben. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich muss hier den Buchstaben A zum Beispiel auswählen. Mit einer Krokodilklemme verbinden. Und muss gleichzeitig noch eine zweite Krokodilklemme verwenden, um eine Erdung zu schaffen. Ich muss also einen einfachen Stromkreis bilden. Und wenn ich nun an den Enden bei der Kabel meine Finger hinhalte, dann reicht das für einen kleinen Strom und sollte eigentlich mit jedem Klick, den ich quasi auslöse, ein weiterer Buchstabe erscheinen. Also ich habe jetzt hier das A angesprochen, habe den Buchstaben A getippt. Das ist natürlich jetzt also keine ganz, ganz spannende Sache. Spannend wird es jetzt, indem ich zum Beispiel Programme aufmache, die irgendwie lustiger sind. Ich habe hier mal ein Online-Piano ausgewählt und zeige euch mal ganz schnell, wie man ein Bananenklavier baut. Ich habe hier wieder eine Banane, also das Bananenklavier ist das prototypische Beispiel fürs Makey Makey Kit. Man kann hier beispielsweise mit der A-Taste dann auch wiederum das A anschlagen. Wähle hier wieder mein A aus, verbinde es hier mit meiner Banane in diesem Fall. Die Banane ist leicht feucht, deshalb funktioniert das. Habe hier meine Erdung in der Hand, berühre die quasi hier, drücke auf die Banane und kann damit Klavier spielen. Mit einem Ton kann man noch keine Musik machen. Ich kann ohne weiteres noch eine zweite Banane anbinden. Die lege ich mir mal daneben. Muss mal schauen, wo der Buchstabe daneben ist. Ist ein D, das D habe ich hier auch. Pieks hier wieder die Banane an, damit es in die Feuchtigkeit kommt. Nehme wieder meine Erdung in die Hand, damit durch mich dieser leichte Stromkreislauf geschlossen ist und kann jetzt hier mit zwei Tönen Klavier spielen. Ist ein bisschen mühselig, weiß nicht, ganz feucht ist die Banane. Ich kann nicht nur mit Bananen arbeiten, ich kann auch mit allem feuchten Material arbeiten, zum Beispiel mit Knete. Oder alternativ auch mit einem Stück Alufolie. Also man muss eben nicht mit Bananen arbeiten, sondern auch mit anderen Dingen. Für all diejenigen, die das Klavierspiel nicht so spannend finden oder die einfach was anderes machen wollen oder wenn wir auch mit anderen Projekten arbeiten wollen, die zum Beispiel gemacht worden sind, wie zum Beispiel einem Scratchbook. Das folgende Beispiel, ich habe hier Pac-Man ausgewählt, reprogrammiert quasi auf der Scratch-Plattform und möchte einfach zeigen, wie man hier ein alternatives Keyboard
für das Spiel bauen kann. Ich habe wieder das Makey Makey Kit und spreche diesmal die Tasten, die Pfeiltasten an. Also hier die Pfeiltaste nach rechts und verbinde sie hier mit meinem improvisierten Aluminiumfolien-Key-Pfeiltaste nach rechts. Mal schauen, dass alles ein bisschen kleben bleibt. Dann eine Pfeiltaste nach oben. Mit einem Pfeil nach oben. So, ist natürlich jetzt alles. Könnte man auch festkleben, wäre kein Problem. Eine weitere Taste nach, weiterer Pfeil nach links. So, und dann wird es ein bisschen unübersichtlich, aber eine Pfeiltaste nach unten brauchen wir natürlich auch noch. Ich habe hier meine improvisierten vier Pfeile. Man kann sie kaum erkennen. Eine geht nach oben, nach links, rechts und so weiter. Dass es funktioniert, also ich halte auch hier wieder, nehme ich die eine Krokodilklemme, die mit der Erdung verbunden ist, in die Hand und kann quasi hier, sobald ich hier mal das Spiel gestartet habe, auch den kleinen Pac-Man bedienen nach links. Oh, und da bin ich schon gefressen worden, so schnell geht's. Ich zeige es nochmal, falls keiner gesehen hat, dass es wirklich funktioniert. Gehe hier nach rechts und dann bin ich schon wieder gefressen. Gut, auch die anderen Tasten funktionieren, das müsst ihr mir jetzt glauben. Ja, eine andere Variante, ein weiteres Spiel. Also es gehen praktisch ziemlich viele Spiele, gehen nicht alle Spiele, die halt mit den Pfeiltasten angesprochen werden können oder auch mit Mausbewegungen. Hier ist zum Beispiel ein kleines deutschsprachiges Spiel, geht auch mit Pfeiltasten, kann ich natürlich auch hier mit spielen. Mal probieren. Lassen wir mal die Maus hier gehen, nach unten. Hier sieht man es, glaube ich, besser. Kann ich mich hier quasi bewegen und kann dann auch die Maus fressen. Hab dich. Ja, so einfach geht es, Makey Makey Kit. Wie gesagt, in so einer Schachtel und in einer anderen Schachtel und kompatibel mit allen Dingen, die ein wenig feucht sind. Also Obst oder leicht leitfähig, Aluminium, Bleistift, Farbe, Wasser natürlich. Okay, also zu den Erfahrungen, die wir mit dem Makey Makey Kit gesammelt haben bei unseren Maker Days. Es ist zunächst einmal relativ teuer, jetzt im Vergleich mit anderen Projekten, für die wir weniger Geld ausgegeben haben. Also ein Kit kostet ungefähr 50 Euro. Wir haben dazu noch ergänzt einige Krokodilklemmen, auch Materialien wie die Aluminiumfolie. Aber wir haben es uns ausgewählt und haben es auch, glaube ich, so als erfolgreich erlebt, weil einfach der Effekt dramatisch ist. Es macht unglaublich viel Spaß, irritiert die Kinder wie auch die Erwachsenen. Also nicht jeder kennt der Makey Makey völlig, dass man quasi hier auf einmal mit Buchstaben, mit Bananen, mit sich selber Musik machen kann. Es gibt ja auch die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also man kann auch sein Gegenüber zu einer Taste machen und sich gegenseitig berühren. Dann passiert ein Ton. Man kann das quasi auch kombinieren mit anderen Projekten, die man gemacht hat. Zum Beispiel mit Scratch-programmierten Spielen und so weiter. Und diese Überraschung ist riesengroß und dann wird es noch überraschender fast, wenn die Kinder merken, wie einfach das ist. Also gerade dieses Zusammenschließen, das wirkt vielleicht jetzt auf den ersten Blick, wer mir zugeschaut hat, gerade ein bisschen kompliziert oder so, aber ist natürlich ganz einfach, weil eigentlich geht es darum, nur einen einfachen Stromkreis zu schließen. Und das Konzept ist natürlich spätestens beim zweiten gescheiterten Versuch schnell erfasst. Die Kinder tun sich da sind da ganz mühelos dabei und also wir hatten ja 10- bis 14-jährige Kinder, aber es können mühelos auch jüngere Kinder mit dem Makey Kit arbeiten. Und eben das Potenzial dann auch neben dem einfachen Einsatz und die einfache Anwendung, jetzt zum Beispiel als Bananenklavier, das ist ja schon ein Klassiker, ist natürlich auch spannend, dass man zum Beispiel ganze große Installationen machen könnte. Also man könnte, ein Treppenklavier wurde schon gebaut oder auch Spiele, die quasi die ganzen Säle füllen. Man kann lange Ketten von Menschen dazu missbrauchen, eine Taste auszuwählen, anzustoßen oder auch mit großen Aluminiuminstallationen große Keyboards bauen. Wir haben zum Beispiel bei den Maker Days ein Jump'n'Run praktisch realisiert, bei dem wirklich gehüpft werden musste. Die Kinder waren halt barfuß auf mit Aluminium bezogenen
Papptasten quasi, mussten da hüpfen und springen und haben da einfach viel Spaß dran gehabt, an dieser ganz einfachen Veränderung ihrer Welt. Es ist sinnvoll, also damit wirklich alle Kinder quasi verstehen, jetzt wie es wirklich genutzt werden muss, ist bestimmt ein Team, sollte das Team nicht größer als 3 Personen sein, also 3 Kinder, damit wirklich jeder so mal ein bisschen rumgesteckt hat. Wenn man das quasi nicht als Primärziel hat, dass alle Kinder das auch erfasst haben, wie das konkret läuft und auch wirklich gemerkt haben, dass was dieser Stromkreis und so weiter ist und einfach jetzt nur ein gemeinschaftliches Projekt machen möchte, indem man auch vor anderem mit anderen Sachen was kombiniert, zum Beispiel mit einer großen Installation, da kann man bestimmt mit einem Rechner und einem Kit vermute bis zu 12 Kinder vernünftig und sehr unterhaltsam praktisch und befriedigend auch beschäftigen. Und auch so, dass sie quasi einfach eine grundlegende Idee haben, dass es funktioniert, aber vielleicht nicht im Detail, wie es funktioniert. Für den Einsatz, in welchem Unterricht ich mir das vorstellen kann, also ich kann mir das natürlich im physikalischen Kontext vorstellen, wenn es auch darum geht, was Leitfähigkeit ist. Ich stelle es mir aber gerade da vor, wo eigentlich das Programmieren im Vordergrund steht und zu dem Programmieren selber noch eine originelle Komponente gesucht wird, weil da wird es dann einfach auch wirklich spannend und lustig, wenn man quasi ein kleines Programm kombiniert mit einer alltäglichen Bewegung. Es gibt ja in dem Makey Makey Werbetrailer ein paar ganz feine Beispiele, also von der selbst auslösenden Kamerafalle bei einer Katze bis eben anderen Dingen, die man hier entwickeln und auch neu erfinden könnte. Und das ist natürlich auch wie bei anderen Kids so oder bei anderen Beispielen so, wie man es einsetzen kann, ist hier noch völlig offen. Und ich vermute, dass auch nach der Ausstrahlung dieses Online-Videos erst noch richtig viele coole Sachen entwickelt werden, die jetzt noch gar nicht erfunden wurden.